Bremen 1. Die Chronik. 27. Mai 1993. Heute vor 25 Jahren trat der bayerische Ministerpräsident Max Streibel aufgrund der sogenannten Amigo-Affäre zurück. Stefan Pulz. Eigentlich hat Max Streibel wohl nicht wirklich verstanden, was ihm da vorgeworfen wurde. 3 Monate vor seinem Rücktritt hat er noch Scherzchen gemacht auf dem politischen Aschermittwoch der CSU. Meine Damen und Herren, Freunde zu haben, ist das eine Schande bei uns in der CSU. Und deshalb, saludos, amigos. Was sollte falsch daran sein, dass ihm ein befreundeter Unternehmer, der Flugzeugbauer Burkhard Grob, 2 Reisen nach Brasilien bezahlt hat? Ein Unternehmer, der gleichzeitig an einem Staatsauftrag interessiert war, am milliardenschweren Projekt um das Aufklärungsflugzeug La Paz. Nun aber nimmt die Amigo-Affäre ihren Lauf und auch der Versuch, das Ganze ins Lächerliche zu ziehen, nützt ihm nichts, dem bayerischen Ministerpräsidenten und Nachfolger von Franz Josef Strauß. Der Garant für die Politik der CSU ist Max Streibel. Christ, Bayer, Politiker, Staatsmann, heimatverbunden, geradlinig, fähig. So hatte die CSU 3 Jahre zuvor Wahlkampf mit ihrem Spitzenkandidaten gemacht. Ihnen allen rufe ich zu, helfen Sie mit, dass Bayern stark bleibt, so stark, so wie es heute ist. Das Problem ist, die CSU ist 3 Jahre später, nach Bekanntwerden der Vorwürfe, überhaupt nicht mehr so stark. Die Umfragewerte sinken auf unter 40%. Auch dass Streibel ein besonders günstiges Grundstück von der Caritas erwerben wollte, trägt nicht zu seiner Glaubwürdigkeit bei. Die Beleidigung der SPD-Spitzenkandidatin Renate Schmidt als Krampfhenne bringt ihm ebenfalls kaum Sympathien. Ende März auf dem Parteitag der CSU in Bad Kissingen bekunden die Parteifreunde noch ihre Solidarität mit Streibel. Aber die Sorge, mit ihm an der Spitze die Landtagswahlen zu verlieren, wächst. Und im Hintergrund laufen sich schon Edmund Stoiber und Theo Weigel für die Nachfolge warm. Schließlich erklärt Streibel vor dem Bayerischen Landtag seinen Rücktritt. Begründung: Das Amt des Ministerpräsidenten nehme Schaden durch die beispiellose Kampagne, der er ausgeliefert sei. Er selbst spricht nicht von Rücktritt, sondern sagt, er lege das Amt in die Hände der Abgeordneten zurück. Zum Nachfolger wird Edmund Stoiber gewählt, nur einen Tag nach dem nicht ganz freiwilligen Rücktritt von Amigo Max Streibel, heute vor 25 Jahren. Bremen 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.